Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Last Oasis, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nachdem wir in der vergangenen Folge einen sanften Abgang hatten, geht es heute darum, ja, eine neue temporäre Heimat zu finden. Und das erhoffe ich mir hier in der Nähe vom Walker-Unfallort mit verschiedener Beute. Mal gucken, ob da überhaupt noch was für mich persönlich am Ende übrig sein wird. Ich sehe schon, auf dem Weg werden wir hier sicher noch das ein ums andere Mal aufgehalten. Da vorne gibt es auch wieder diese Spezialfrüchte. Das lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Ach du liebe Zeit, wie viele Bäume. So, vorher müssen wir aber mal die Kämpfe in der letzten Folge haben mich doch einiges an Verbänden gekostet, dass wir hier die auf jeden Fall nochmal nachproduzieren. Sag's euch, ihr wollt hier nie unter 10 Verbänden sein. Immer noch mit meinem Anfänger-Walker hier unterwegs. Ich habe mir sagen lassen, so die ersten zwei, drei könnte man noch für sich selber bauen, aber danach wird es mit den Ressourcen schon kritisch, dass man sich da mit mehreren Leuten zusammentun müsse. Zum Glück sind wir ja auch schon ein paar Leute hier auf dem Community-Server. Wenn euch da ein Austausch zu dem Spiel interessiert, oder ihr vielleicht, zumindest zum Zeitpunkt dieser Videoaufzeichnung, wird es dir noch ein Weilchen geben, mal auf dem Server mitmachen wollt, schaut auf jeden Fall mal bei discord.jasondux.de vorbei. So. Da sind zwei Früchte offensichtlich dran. Glaube, ich weiß, warum ich bei meinen Versuchen auf der anderen Karte so geschwankt habe. Weil ich von viel zu weit weg, jetzt habe ich das nämlich auch so ein bisschen, auf die Pflanze geschossen habe. Und klar, dann zieht er sich ran und schwankt natürlich ordentlich. Langsam wird ein Schuh draus. Und wieder runter. Ich lass die mal doch stehen. Vielleicht wächst da ja irgendwas nach. Wie viel habe ich jetzt von den Früchten? 9. Auch noch ein paar Steine mitnehmen. Holz bleibt erstmal so. So, da hängt noch eine Frucht dran. Hey. Ein bisschen Holz abschlagen könnten wir ja eigentlich auch, ne? Aber wir können noch so viel. Wir suchen uns jetzt erstmal den Standort. Und auch bei den Früchten, das reicht jetzt. Einmal Pulver der Visionen. Erstmal. So, der Walker-Absturzort. Da oben ist auf jeden Fall wieder ein Rupu-Dorf, oder? Wenn ich das richtig sehe von hier. Schon wieder einen übersehen, der im Busch gelauert hat. Der alte Spanner. So, was ist denn ein schöner Ort? Eigentlich dachte ich hier irgendwo. Was verkloppt er denn? Sagen, oder hat sich da ein Mitspieler im Busch versteckt? Das ist immer so ein Medizinmann. Machen wir hier. Hier sind relativ viele Büsche. Okay, da hinten sind überall Rupo. Hütten. Das ist vielleicht nicht so ideal.
bevor ich mir hier irgend so ein bewusstseinserweiterndes Zeug reinziehe. Muss ich mal zusehen, dass ich halbwegs in Sicherheit bin. So, da geht's aber in einen grüneren Bereich nochmal. Ohne besondere Sehenswürdigkeiten. Okay, ich sehe es da oben. Das waren aber mal fliegende Walker. So, Holzschaft und Pflanzenfasern. Das sieht doch alles relativ grün aus hier. Hier kommt, da sind. Ach, schon wieder so ein Freckel. Komm, geh weg. Nimmst du wohl deine kleinen, dicken Finger da weg? So. Warum hat er keine Kondition mehr? Ach, kein Wasser mehr. Komm. So, keine Zeit zu verlieren eigentlich. Komm, alle, die hier rumlaufen. Na? Na? Was ist mit dir los? Hä? Was war das? Okay, ich möchte jetzt hier mitten auf der Lichtung gerne mein Lager aufschlagen. Darf ich das? Hier gibt es Büsche. Hier gibt es Bäume. Gut, Kakteen sind ein paar Meter weg, ist nicht schlimm. Gut. Habe ich denn das Rezept schon? So, stelle das Pulver der Vision im Lagerfeuer her. So, Pulver der Vision braucht 3 von die 3-mal Kaktusfrucht und 10-mal gereinigtes Wasser. Das machen wir jetzt aber ein bisschen anders. Was braucht denn ein Wasser? Braucht 4 Kaktusfleisch. Da machen wir mal 10, 20 Wasser auf jeden Fall erst nochmal. So, du hast Priorität. So, Holz. Und einmal so ein Bewusstseinserweiterungsgesöff. Ach, das Zelt kann ich ja auch noch als Vorrat. Wenn ich das Feuer da hinten aufgebaut lasse, da kann im Output ohne Ende Wasser drin liegen. Dann kann ich noch was in den Wassertank reinpacken und ich kann noch was in meine Feldflasche packen. Ach du liebe Zeit. Ich muss mal dafür sorgen, dass ich einen richtig großen Vorrat habe an Wasser. Hab mir sagen lassen, es gibt da später auch noch einfachere Möglichkeiten, an Wasser ranzukommen. Aber da sind wir erstmal noch nicht. Jetzt geht's erstmal an die Bewusstseinserweiterung gleich. Schön auch, dass er aus der Flasche automatisch trinkt, solange man noch Wasser dabei hat. Aber so bekommt man relativ spät mit, wenn keins mehr da ist. Und dann geht der Gesamtwasservorrat des Körpers dann doch ordentlich zurück. Aufteilen, bewegen, loslassen. Verbraucht er jetzt eigentlich weiter Holz, wenn ich nichts weiter produziere? Ja, das ist so. Aber ich kann dich doch, nee, weder Input noch Output noch. Okay, ich bin mir noch nicht sicher, ob das Holz verbraucht wird, wenn man es da drin lässt. Das kennt man ja aus anderen Spielen. Gut, Wasser. So, und das Gesöff habe ich. Was, und dann habe ich noch nicht mal die Aufgabe, das Zeug zu benutzen. Ich habe gleich die Aufgabe, einen neuen Walker zu bauen.
Ein Ballang, Ballang Walker. Okay. Aber was kann das Zeug denn jetzt? Wofür habe ich das denn jetzt gebraut? Set to induce hallucination that can reveal ancient wisdom. Grants Nomad the ancient wisdom to build a walker. Es verleiht einem die Weisheit, einen Walker zu bauen. Gut, ich trinke mal so ein Gesöff. Ui. Okay, interessantes Erlebnis. Wow, wow, wow. Ja, man kann ja auch irgendwie diesen Killkopfgesang machen. Was ging das nochmal? Controls. Wo ist es denn? Der Walker. UI. Gesang. Nummernblock. Ja, kannst du noch Halbtonschritt höher, Halbtonschritt. Was? Gesangsmodus. Aber im Grunde geht es mit dem Nummernblock. Warte mal. Probieren wir mal. Jetzt haben wir uns das Zeug mal reingezogen. Da können wir auch singen, oder? Nö. Macht jetzt nichts. Gut, ist nicht schlimm. So, ein Ballang Walker. Anischnitt. Muss ich erstmal erforschen, ne? So, das wäre hier der, nee, der Nomad Spider Walker. Knochen Upgrades. Einstiegshilfe. Stiletto Walker. Warte mal, wo geht denn das hier weiter? Ach hier. Ballang. Oder Upgrades? Nö, geht schon. Also. Muss unter folgendem Effekt stehen. Pulver der Vision. Für ihn zu erforschen oder was? Oder brauche ich das gleich nochmal, um ihn zu bauen? Okay, also einen neuen Walker. Der Ballang. Oh, ho, ho, ho. Der sieht schon ein bisschen anders aus, ne? Bisschen größer. Ganz kleines bisschen größer, ne? Volle Dröhnung. Herstellen, blockiert, weil. Also wir brauchen ohne Ende, wir brauchen Holzschäfte, wir brauchen Rupo-Ranken, Steine werden gebraucht, Pflanzenfasern werden gebraucht und Holz wird gebraucht. Das gibt gleich erstmal ordentlich Farming. Dieses ordentliche Farming, das müsst ihr euch freilich nicht mit mir gemeinsam anschauen, möcht ihr auch nicht. Ich denke, ich gehe mit euch jetzt noch ein bisschen Kakteen sammeln. Mal gucken, was wir sonst noch hier so alles einsammeln können. Zwischendrin. Und dann sammle ich erstmal alleine weiter. Wenn das Gestell schon so viel Material braucht. Uns erstmal die Kakteen hier. Ich möchte gerne ein bisschen Wasservorrat haben. Ich möchte nicht mehr so überrascht werden vom Durst. Ich muss mal ein bisschen mehr drauf achten. Es ist schon ganz gut, dass wir auf Nahrungsmittel nicht achten müssen. Hm.
Und eine ganz schöne Farmerei jetzt beim zweiten Walker. Der erste ging noch relativ leicht. Aber jetzt wird es schon mal komplizierter. So, was wächst du denn da oben raus? Ernten. Was kann ich denn hier ernten? Kaktusfleisch. Pflanzenfaser. Bräuchte eine Spitzhacke, ne? Für Steine. Kann ich eine Spitzhacke denn herstellen? Warte mal. Werkzeuge. Waffen. Warte mal, gucken wir mal im Forschungsbaum. Also so eine Axt wäre schon mal nicht schlecht. So, Seil beim Gebäudebau. Was haben wir hier? Erdbagger. Was gibt's hier? Gereinigtes Wasser. Sämtliches Wasser, das zur Flottille transportiert wird, wird zunächst in einer uralten Wasseraufbereitungsanlage gefiltert. Die Wächter sind die alleinigen Aufpasser über die Maschine. Ein technologisches Relikt der alten Welt, welches die Bewohner flippt. Okay. Aloe. Achso, mit gereinigtes Wasser aus Aloe Vera. Oder über den Boden verunreinigtes Wasser zu gereinigtem Wasser. Habe ich nicht genug Fragmente dafür? Erdbagger und Stammstation, meine Güte. Ich wollte doch eigentlich nur eine Axt, bitte. So, Holzwerkbank. Holz und einfache Bestandteile. Rüstung, Ruporanken. Knochenhelm. So, das Bauen von diversen Konstrukten. Das Sandbett. Hängematte. So, hier Wasserbeutel. Der Teckbaum. Ich brauche bestimmt irgendeine Werkbank noch zusätzlich. Oder? Was können wir hier noch machen bei der Ausrüstung? Provisorische Flaschen. Torque-Batterie. Ja, Sandalen bräuchte ich noch. Ich habe auch keine Forschungspunkte mehr und nichts, ne? Objekte des Wissens, Fragmente. Kommen wir nicht weiter, ne? Und für die Steine? Ja, da werde ich wohl weiter Steine auf dem Boden sammeln müssen. Na, herzlichen Glückwunsch, da freue ich mich aber. Jetzt aber noch mal genau angucken. Die Fertigungsstätte. Okay, die Case nach 11 Stunden. Okay, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Achso, das ist ja nur die Vorlage. Habe ich ja noch gar kein Material reingesteckt. Hier die Kate nix. Aber wäre ja auch blöd, wenn ich die ganze Karte jetzt voll mit solchen Plänen schicke. 123 von 385. Pflanzenfaser, Steine, Ranken. Boah. 0 von 9 Teilen. So, dann noch ein Bauteil. Ich sehe aber auch gar nicht. Oder warte mal, Fertigungsstätte. Bauteile, 123. Kann ich denn irgendwo sehen? Ich sehe aber auch nirgendwo, wie viel Material das insgesamt braucht. Guck mal, hier kann ich was herstellen. Weil nur alleine die Fertigungsstätte besteht aus 9 Teilen.
Um Himmels Gottes Willen. Und der DK läuft immer noch weiter, bedeutet, wenn ich nicht schnell genug die Materialien zusammenbekomme, obwohl man hat genug Zeit, aber das kann natürlich bei anderen Dingen schon mal anders aussehen. Also gerade wenn es dann größere Geschichten sind, muss man sich das genau überlegen, wann man da startet und wie man da zusammenarbeitet. Jo, aber das ist, es ist schon eine andere Hausnummer als der erste Walker, den man da hat. Okay. Nein. Ich habe gesagt, Wasser will ich herstellen. So, Wasser. So, 88. So, können wir da 20. Können wir auch noch was in den Tank füllen, obwohl das eigentlich... Eigentlich ist er wurscht. Also warum sollte ich da was in den Tank füllen? Es sei denn, ich lasse das hier vielleicht für einen anderen Spieler stehen. Wenn das denn aber nach dem Oasenwechsel noch da ist. Das haben wir noch nicht ausprobiert. Ich habe ja nur einen Server, aber 5 verschiedene Karten auf dem Ream drauf und wechsle immer die Oasen. Das wäre vielleicht auch nochmal interessant rauszufinden, ob die Sachen dann da stehen bleiben. Wenn ja, wie lange? Wenn es jemand weiß, kannst du mir ja gerne in die Kommentare schreiben. So, brennt das Holz weiter? Okay. Ist das sogar noch ein bisschen Holz drin? Oder sind die Reste hier noch verbrennen, nehme ich an? Alles klar. Gut, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will euch hier nicht mit epischem Looting langweilen. Deswegen sehen wir uns wahrscheinlich wieder... Wenn der Walker hier am Gerüst fertig gebaut ist, würde ich mal annehmen. Vielleicht auch früher, aber auf jeden Fall nicht viel später. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal und klingelt das Glöckchen, damit ihr eine dementsprechende Push-Benachrichtigung bekommt, wenn das soweit ist. Einstweilen bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.